So, ich hoffe, jetzt geht's. So, ihr fragt euch, warum wir jetzt hier im Lager sind. Ich habe ungefähr 10 Sekunden aufgenommen und es hat schon wieder geruckelt. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut und ich habe jetzt gerade nochmal frische Erde geholt. Weil wir müssen das hier oben um eins weiter nach vorne setzen. Das heißt, wir machen das hier erstmal dicht. Zack, 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 zack. Dann. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. So stimmt das nicht. Wieso stimmt das nicht? Das läuft bis vorne hin. Gut, einen Eimer Wasser habe ich dabei. Hä? Also es muss ja dann, die Pistons müssen nämlich hier hin. Da kommen die Pistons rein, unter diese Lücke. Und nicht anders. Warum der Wasserlauf hier beginnt, habe ich keine Ahnung. Was habe ich denn da für eine Scheiße gebaut? Oder Moment. Hä? So, warte mal. Ich mache das jetzt mal hier dicht und dann gucke ich erstmal. So, dann machen wir hier wieder den Wasserlauf hin. Dann haben wir hier oben halt bloß 4 Felder. Ist ja jetzt auch nicht so wild. Meine Güte, krieg dich wieder ein. So, dann mache ich das jetzt hier erst nochmal dicht alles. Das geht ja relativ fix. Und dann nehme ich mal dieses Wasser mit. Halt. Setz das dort wieder rein. Dann nehme ich dieses Wasser. Setz das dort wieder rein. Und dann nehme ich dieses Wasser. Und setz das dort wieder rein. Und dann müsste es trotzdem noch funktionieren, hoffe ich. So, dann gehen wir hier wieder in diese Richtung. Dann hätten wir das hier soweit. Und das gleiche, jetzt muss ich nochmal auf der anderen Seite gucken, ob das da drüben passt. Ich hoffe, das passt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das passt natürlich nicht. Denn wenn, dann wollen wir das schon symmetrisch machen. Erde ist alles, super. So. Und ich hoffe, die Erde reicht. Jawohl, die Erde reicht. Das finde ich grandios. Dann machen wir das gleiche nämlich hier auch. Eins weiter nach vorne. So. Nein, 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 nein. Moment. Erstmal das Wasser raus, dann kommt dort Erde hin. Und dann kommt hier das Wasser wieder rein. Das gleiche natürlich dann hier. Halt das gleiche dann auch hier. Und hier. So, ich hoffe, die Schaufel hält das noch durch. Ossi. Gut, jetzt haben wir es hier drüben genauso breit wie auf der anderen Seite. Das finde ich grandios.
So. Und jetzt gehe ich mal schnell nach unten und hol die Erde. Weil Erde ist das kostbarste Gut, was wir hier haben. Gut, Wasser läuft nicht runter, das finde ich toll. Da nehme ich mal schnell die Leiter hier. Und jetzt müsste hier eigentlich überall Erde liegen. Ja! Was macht denn da der Erdblock? Verstehe ich nicht. Und das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Ach, ich glaube, das wird cool aussehen hier unten. Ich weiß bloß noch nicht, wie wir genau das dann gestalten. Aber da ist der Fantasie ja freien Lauf gelassen. Ne? Kennt er ja. Fantasie muss man schon haben. So, jetzt haben wir wieder genauso... Nein, doch, den Eimer schon. Und jetzt muss ich hier genau gucken. Ach du Scheiße. Das heißt, stehe ich jetzt hier richtig? So, jetzt muss ich... Bin ich aber überlegen. Wie hoch muss denn der... Muss der Redstone dann eins weiter drunter sein oder eins drüber? Scheiße. Ich weiß es nicht. Ja. Ach, Mann. Moment. Ich muss das erstmal ausprobieren. Und dazu muss ich mir mal kurz Redstone holen und eine Redstone-Fackel. Weil sonst drehe ich hier noch durch. Weil ich weiß nicht, ob das schon so weit ist, dass man... So, nehme ich mal Redstone mit und dann mache ich mir mal schnell eine Redstone-Fackel. Dann machen wir gleich mal zwei. Wir brauchen ja sowieso dann einige Redstone-Fackeln. So. Dann geht es wieder nach unten. Ich sollte mir hier unten eigentlich auch mal eine Kiste hinstellen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Geht das so? Wenn ich das jetzt zum Beispiel so mache. Okay, so funktioniert das. Aber hier müssen, theoretisch muss hier noch Pflasterstein drunter. Das heißt, ich mache das dann so. Hier oben drauf und dann bums. Und jetzt müsst... Gut, so funktioniert das auch. Das finde ich toll. Weil dann kann ich nämlich... das hier bis nach dort durchziehen. Dann ziehen wir einmal hier eine Pflastersteinstrecke durch. Und ich habe natürlich nicht genug Pflasterstein dabei, aber ist egal. Jetzt machen wir erstmal hier, dass das mit den Pistons so funktioniert. Okay. Eins haben wir, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins frei. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir brauchen doch Pflasterstein. Und es kratzt schon wieder so in meinem Headset. Das heißt, es würde mich nicht wundern, wenn es gleich schon wieder asynchron wird.
Aber egal. Was wollte ich jetzt? Pflasterstein wollte ich holen. Da brauchen wir jetzt einiges. So, lalalala. Das sollte reichen. Obwohl, wir brauchen es für die andere Seite ja auch noch. Aber erstmal die Pflanzen. Die Setzlinge kommen da rein. Die Samen. Ich habe schon wieder zwei Eier in der Tasche. Okay, was habe ich noch drin, was ich nicht brauche? Sand brauche ich im Moment auch nicht. Dann brauche ich im Moment auch nicht das Eisen. Das Eisen brauche ich nicht. Den Redstone brauche ich. Den Apfel brauche ich nicht. Wow, wir haben zwei Äpfel. Mann! Können wir... Da können wir eine Apfelparty machen. Naja. Und es ist schon wieder asynchron. Ich krieg's am Hals. Dieser Scheiß, ey. Das kotzt mich so an. Dieser Scheiß-PC. Es ist unglaublich. Der bringt mich echt zur Weißglut. Na egal, über was können wir denn da mal reden? Damit das nicht ganz so auffällt. Es gibt ja so verschiedene, wo ich gerade Apfel im Kopf habe. Oder Apfel. Oder im Moment das, Ach, was reiße ich denn weg? Ich bin doch auch blöd. Was wollte ich denn jetzt erzählen? Es gibt ja so verschiedene... Wird ja meistens im Fernsehen, haben sie davon mal Bericht gemacht, so verschiedene Hinterntypen, ne? Bei Frauen gibt es ja so verschiedene Hinterntypen. Also jetzt... Beziehungsweise Arschformen, wenn man es genau sagen will. Da gibt es zum Beispiel die Birnenform. Also den Birnenhintern. Dann gibt es da den Apfelhintern. Was gab es noch? Gab es noch den Kartoffelhintern? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Kartoffel gab es auch. Obwohl, ich glaube nicht, dass man einen Hintern, der wie eine Kartoffel aussieht, jetzt als sexy bezeichnen könnte. Wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Weil ein Hintern, der wie eine Kartoffel aussieht, das ist ich weiß nicht, also... So Falten wie bei einer Kartoffel? Naja, jedenfalls gibt es da so einen Apfelhintern. Das ist, glaube ich, dieser extrem pralle Hintern. Den die meisten Frauen, glaube ich, haben. Die meisten Frauen haben, glaube ich, einen Apfelarsch. Also, jetzt nicht abwertend gemeint, aber halt so den Arsch in einer Apfelform. Weil der halt so knackig ist. So war, glaube ich, mal die Begründung gewesen. Auf jeden Fall finde ich sowas schon sehr, sehr merkwürdig. Dass man jetzt Ärsche in verschiedene Formen einteilt. Also, da muss ja...